war ja jeder so 4 und 5. Natürlich. Hätte ich mal mein letztes Mit dem Boot geht es hinaus zu einer flachen Sandbank. Hier ist es noch recht friedlich, aber weiter draußen wird es dann doch stürmisch und nass. In dem flachen Wasser haben früher die Fischer ihre Netze gereinigt. So gab es den einen oder anderen Leckerbissen für die Mantas. Heute kommen die Touristen zum Füttern. Und so sind die scheuen und nicht ganz ungefährlichen Tiere doch recht zahm geworden. Bei der ganzen Angelegenheit natürlich nicht vergessen. Wir bewegen uns im offenen Meer und es sind wild lebende Tiere. Lediglich das Futter hat sie so zahm gemacht. Aber nun wird es auch langsam Zeit für die Rückfahrt. Also, wir sind heute in Grand Cayman. Und die Stadt, in die wir gleich wieder fahren werden, das ist Georgetown. Georgetown ist die Hauptstadt von den ganzen Cayman. Also das heißt, wir haben Grand Cayman, wir haben Little Cayman und wir haben Cayman Brac. Das heißt, die Caymans bestehen insgesamt aus 3 Inseln. Diese 3 Inseln sind aber nicht ganz nah beieinander, so wie man das vielleicht teilweise von den Bahamas kennt, wo sie nur wenige Meter bis Kilometer trennen, sondern insgesamt verteilen sie sich auf einer Fläche von 262 Quadratkilometern. Und in dem Moment sieht man auch schon, der Tourismus ist eine der Haupteinnahmequellen mit hier. Nach dem Tourismus ist natürlich auch das Bankgeschäft hier sehr hoch. Also die Caymans werden immer so liebevoll auch als die karibische Schweiz bezeichnet. Denn hier gibt es über 700 Banken, die sich hier inzwischen angesiedelt haben. Also das sind Banken von der ganzen Welt. Wenn man sich umschaut und das natürlich auch mit Jamaika vergleicht, die Umstände sind hier wesentlich anders. Also hier, die Leute sind reicher, sie haben mehr Geld, mehr Wohlstand. Also diese Armut, wie wir es gestern teilweise erlebt haben, hat man hier nicht. Denn hier hat jeder eigentlich einen Job, es sei denn, er will keinen. Thank you. Bye. Bye.
das auch geben.